Wusste, die Sache mit der Reinkarnation ist ja irgendwie bekannt. Und für mich war es auch einfach plausibel. Es hat gepasst. Ja. Warum hat Ihnen die Gedanke an Reinkarnation irgendwie eine Erlösung gebracht? Der Gedanke selber nicht. Das war nicht das Interessante. Das Interessante war das Aufarbeiten seelischer Traumata, die eben aus meiner Sicht, die Psychologie sieht es anders, die sagt, das ist in diesem Leben, aus meiner Sicht, die ganz klar sagt, okay, es kann auch aus einem früheren Leben sein. Buddha sagt dazu Karma, wobei das ein Begriff ist, den hier in Europa eh keiner versteht, um es mal so zu sagen. Ja, aber es geht um Traumata. Ein Beispiel. Ich habe vorher dieses 16-jährige Mädchen 1936 genannt, eine Jüdin. 1936 war absehbar, was in diesem Land passieren wird. Und sie hat es gesehen für sich. Und das war eine ihrer Das war eine Bahn, Vorinkarnationen. Aber es waren ja, glaube ich, auch berühmtere Namen dabei. Sie sprechen davon, dass Sie auch mal einen Mann namens Jesu waren. Vorsicht, ich Herr wollte Nachbar. Ihnen jetzt den Gag nicht wegnehmen. Nein, es gab mal eine Inkarnation, darüber gibt es auch ein Buch von mir, die sich Jesus nannte. Man muss sich dazu sagen, dieser Buddha waren Jesus, Sie auch. auch dieses, ja. Wobei bei Jesus muss man ja aufpassen. Es gibt auch einen Fußballspieler, der Jesus heißt. Er will schon das Original sein. Also Fußballspieler sieht ganz anders aus als ich auch. Es ging schon um das Original. Aber was haben die Ihnen diese ewigen Reinkarnationen, 80 an der Zahl, Sie können sie ja gar nicht alle aufzählen, was hat Ihnen das gegeben? Fangen wir ganz vorne an. Was ist der Sinn des Lebens? Jetzt spirituell gesehen. Ne? Der Sinn des Lebens ist, die eigene Seele zu heilen, sprich diese Traumata zu heilen. Wenn ich alle Traumata bei mir geheilt habe, habe ich eigentlich die Inkarnationskette durchbrochen. Buddha spricht vom ins Nirvana eingehen. Ja? Und dann bin ich fertig. Jetzt gibt es natürlich solche Typen wie mich, solche das ist Seelen. Ja ähnlich wie bei den Scientologen. Ne? Das ist ja die beiden Dinger da in der Hand und ja, dann ist es die doch beiden ideal. Dinger in der Hand. Ja, ist doch ähnlich. Moment, da gibt es schon ein paar Unterschiede dabei. Also, ja. Da geht es nicht um Geld und es geht auch nicht, sondern es geht um Heilung der Seele. Ja. Jetzt gibt es natürlich solche Seelen wie mich, die hin und wieder mal die Idee haben, naja, eigentlich wäre ich ja fertig. Aber es hindert mich ja nichts dran, nochmal zu inkarnieren und genau das zu berichten, was ich denn da rausgekriegt habe. Ja. Im Endeffekt ist so der achtfache Pfad von Buddha entstanden. Denn der achtfache Pfad von Buddha ist eigentlich nichts als anderes als eine Gebrauchsanweisung, wie heile ich meine Seele. Warum also, kommt auseinander auf diese Gedanken? Weil Ihr Gehirn gewissermaßen Geschichten erfindet, um ihre Traumata selbst wieder zu erklären. Und das Interessante ist ja, dass eben das offensichtlich völlig egal ist, aus welcher religiösen Richtung das kommt. Ja. Wenn das Gehirn gewissermaßen eine Anleitung bekommt zur Bearbeitung, in Ihrem Fall von Missbrauch und Schuld und Scham, bei Ihnen etwas anderes, dann versucht das Gehirn eine Lösung zu finden, weil wir ja alle darauf aus sind, das Beste für uns zu erreichen. Damit sind wir biologisch ja programmiert. Wir wollen ja das Gute, das Beste für uns. Natürlich. Und hoffentlich auch noch für andere. Und das Spannende ist, das, was Sie eben so erzählen, das könnte ich jetzt aus einer ganz naturalistischen Perspektive erzählen. Ich hatte auch so ein Erlebnis. Sie hatten auch spirituelle Erlebnisse. Ja, das ist ja nicht so, als hätten Atheisten sowas nicht oder Naturalisten. Spirituelle Erlebnisse? Ja, natürlich. Zum Schluss, Herr Bauer, jetzt geht's los. Fische da. Also Sie können das alle natürlich gut nachlesen in meinem Buch, Jenseits von Gut und Böse. Ja, Werbung lassen wir da habe ich das beschrieben und für mich war das, weil ich ja Religionskritiker bin und Esoterik kritisiert habe, sehr, sehr schwierig, das zu beschreiben, ein solches Erlebnis der absoluten Verbundenheit mit dem Weltganzen. Die Auflösung des Ichs, also das,
wonach Buddha ja auch gestrebt hat. Also das, was auch ein Satori-Erlebnis im Zen beispielsweise ist, diese Erfahrung habe ich gemacht. Ich interpretiere das natürlich als einen Hirnzustand und nicht als eine Gotteserfahrung. Ich kann auch erklären, wie es dazu kam, weil ich eine bestimmte philosophische Auffassung gewissermaßen verinnerlicht habe. Die habe ich vorher theoretisch erfasst irgendwie, aber ich habe es nie praktisch empfunden. Ja. Ich gehe aus meinem Büro an der Universität raus, mache die Tür auf und plötzlich ist die ganze Welt anders, ist farbiger. Wie gesagt, mein Ich war verschwunden. Es war alles harmonisch. Also all das, was man in Esoterik-Magazinen findet, traf auf mich zu. Ich musste mich wirklich bremsen. Ich kann aber sagen, wenn Sie mich zeigen, ich mache nicht Esoterik. Ich mache was in die Natur. Ich habe das jetzt. Ja, okay. Das, das Problem war dann wirklich gewesen danach. Also ich musste mich bremsen im Bus, nicht alle Menschen zu umarmen und zu sagen, ich liebe euch in idiotischer Ekstase. Damit hätte ich meinen Ruf als Religionskritiker für alle Zeiten zerstört. Und der Punkt war wirklich, ich habe also 15 Jahre gebraucht quasi, um das auch jetzt mal zu beschreiben, dass das eben möglich ist. Es gibt eine rationale Mystik. Und da können auch Naturalisten wie ich anschließen an religiöse Traditionen, an den Advaita-Hinduismus, an den Zen-Buddhismus, an Meister Eckhart im Christentum, an die Sufi-Tradition im Islam. Man braucht dafür keine konkrete Gottesvorstellung, sondern man muss sich gewissermaßen lösen von all diesen Vorstellungen und dann landet man vielleicht sogar zum Teil auch bei dem, was Sie gesagt haben, denn letztlich ist es die Erfahrung des Naturganzen. Die Vorstellung, dass wir losgelöst von der Natur als Ich existieren, ist eine Vorstellung, die uns krank macht. Mhm. Und das ist eine Erfahrung, die ich versucht habe zu beschreiben, oder die ich beschrieben habe in meinem Buch. Wenn man sich von diesen Vorstellungen von Schuld und Sühne, von Gut und Böse, all diese Dualismen, wenn man sich von denen befreit, dann führt das zu einer Leichtigkeit des Seins und man braucht dafür keinen Gott, keine mystischen oder transzendentalen Vorstellungen. Es reicht, wenn man sich diese andere Philosophie des Lebens bewusst macht. Jetzt müssen wir das nochmal, diese Grundsatzfrage nochmal aufwerfen und nochmal das, was Sie vielleicht angedeutet haben, verdeutlichen. Gibt es eine Sinnfindung im Leben ohne Gott? Oder braucht es Gott? Nein, Buddhist braucht das ja auch nicht. Was sagen Sie? Ohne Gott geht's auch. Ohne Gott geht's. Ja. Besser, aber schlechter? Bitte? Besser oder schlechter? Muss jeder für sich selbst entscheiden. Für manche ist es besser, für manche schlechter. Wie finden Sie Ihren Sinn im Leben? Also ich denke, im Leben geht es um Liebe und Erkenntnis. Und dafür muss man einfach nur ein Mensch sein, der andere Menschen wahrnimmt und sie nicht dämonisiert. Und das ist eine große, große Gefahr der Religionen gewesen, dass sie dazu neigten, die Andersgläubigen zu dämonisieren. Und wir hätten sicherlich ein friedlicheres Zusammenleben, wenn wir uns nicht mehr als Christen, Atheisten, Buddhisten, Hinduisten und so weiter wahrnehmen würden, sondern eben als gleichberechtigte Mitglieder einer manchmal zur Selbstüberschätzung neigenden affenartigen Spezies. Herr Wiesinger, was nehmen Sie jetzt mit? Sie sind, haben ja gesagt, Sie seien ein Sinnsuchender. Haben Sie jetzt ein bisschen mehr gefunden? Ja, ich möchte eins vor allem noch mal rausnehmen, weil ich Ihren Vorwurf der Charlatanerie auch völlig falsch finde in diesem Zusammenhang. Weil es geht hierbei eindeutig um ein, was wir vielleicht alles noch überhaupt nicht verstehen, auch eine Perspektive, unser Leben aus einer anderen Perspektive wahrzunehmen. Und das knüpft an alles an. Ich finde das alles so irrsinnig kompliziert, aber ich glaube, man muss etwas offener sein und versuchen, die Natur durch sich wirklich sprechen zu lassen. Dass es Scharlatane gibt, glaube ich auch. Ja. Dass alles Geld kostet, ist heutzutage selbstverständlich. Ich auch nicht, dass das nicht also, ich möchte hier nur einfach für Sie plädieren, dass ich das sehr richtig finde, dass es aus der Natur Essenzen gibt, kenne ich auch, die durchaus helfen. Und ob ich daran glauben will oder nicht, das funktioniert auch bei Tieren. Also ich denke, die Schöpfung und die Natur ist wichtig, auch im Blick zu haben. Ich glaube, wir müssen offener sein und wir müssen nicht den anderen verteufeln, auch die Kirche nicht verteufeln oder so, sondern wir müssen Wege zueinander finden. Ja. Und ich glaube, darum ist so eine Talkshow, auch wie Sie haben, Herr Wackes, auch gut, Wege zueinander zu finden. Ja, selbstverständlich. Das war ein Sinnsucher und Haltversprecher im Nachtcafé, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen Sinn gefunden. Vielleicht passt zum Schluss ganz gut ein Wort, das uns der amerikanische Dramatiker Thornton Wilder hinterlassen hat. Er sagte, das Leben hat keinen Sinn, außer dem, den wir ihm geben. Wenn Sie wieder etwas Sinnvolles tun wollen, das Nachtcafé ist nächste Woche wieder für Sie da. Bis dann, leben Sie wohl.
Ja, und nächste Woche geht es im Nachtcafé um menschliche Abgründe. Mit dabei ist die Mutter von Natascha Kampusch, Brigitte Sirny. Und jetzt kommt die Nachtkultur.